Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und unser Kaiser Matteo von Italien mit 48 hat auch die Rebellion der ostfränkischen Grafen und Herzöge überstanden. Wir hatten was dagegen, dass wir ihrem ehemaligen König die Titel aberkennen wollten. Was übrigens auch nicht klappt, weil der bei dem Herzog oder König von Friesland eingekerkert ist. Und deswegen können wir ihm die Titel nicht aberkennen. Das ist ein bisschen nervig. Naja. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen zu viele Titel, weil wir den Herzögen natürlich prompt alles Mögliche abgenommen haben. Ich würde allerdings mit der Titelvergabe gerne noch warten, bis unsere Frau ihr Kind bekommen hat. Um einfach zu sehen, ob das, wenn das ein Junge ist, dann ändert sich die ganze Erbschaft nochmal, da müssen wir sowieso nochmal alles neu bewerten. Deswegen, so viel Zeit muss sein. Ja, genau, da gab es noch eine Ausbildung. Was gibt's hier oben noch? Wir haben wenig Kontrolle in Gemeinden, ja, das sind die ostfränkischen Gebiete. Wir haben zu viel Herzogtümer, das weiß ich. Besitztümer der falschen Art. St. Gallen ist eine Kirche. Moment mal. Was genau davon halte ich jetzt gerade? Muss ich mir meine Titel mal anschauen. Ich habe die Baronie von Konstanz und die Grafschaft St. Gallen. Ach so, ja, das ist ein Bistum. Klar. Was war das andere? Osnabrück. Da wird das ähnlich sein. Ja, Osnabrück ist nämlich auch ein Bistum. An wen kann ich denn das jetzt vergeben? Ich bin gerade ein bisschen überlegen. Also ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt das Bistum an den vergebe, wird der dann zum Klerus gehören? Verschwindet dann der aus der Erbfolge oder wie ist das? Herzog Giberto von Kärnten hat versucht, Graf Galeazzo von Como umzubringen. Okay. Was wir wieder alles an Geheimnissen kennen. Da wurde jemand exkommuniziert. Ach so, eine Sache gibt es auf jeden Fall. Fällt mir gerade ein, wir haben noch ein paar Kinder, die keine Ehepartner haben, also keine potenziellen. Ich habe mir wieder mal ein paar rausgesucht. Und zwar werde ich unseren Prinz Pietro mit Amalia Unrohrhinger Verona vermählen. Das ist die Tochter des Herzogs von Kärnten. Das wird uns einfach hier ein bisschen mehr Sicherheit geben. Heirat arrangieren mit ihm. Sie ist ein bisschen älter, aber das wird wohl passen. Und für unseren Enkel habe ich auch eine Partie rausgesucht. Für Robin. Und zwar Hainal Vaste Xesch ist die Tochter des Königs von Ungarn. Besser gesagt von Prinz Martin. Und die ist schlau und ich denke, dadurch, dass das ja unsere Nachbarn sind, passt das schon ganz gut. Es geht hier ja schließlich um den zukünftigen König. Ja. Also, das haben wir schon mal gemacht. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Damit sind die Ehen schon mal drin. So, eine Sache reizt mich schon auch ein bisschen. Ich würde, glaube ich, gerne tatsächlich diesen Orden gründen. Den Kriegerorden. Weil wir haben das Geld, wir haben die Pietät, wir haben die Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier noch das ändern, aber ich finde es eigentlich gut in Monaco. Das finde ich eigentlich ist eine gute Sache. Also machen wir das. Katholischer Kriegerorden wurde gegründet. Der Johanniterorden, den haben wir jetzt also. Und, ah ja. Ich denke mal, dass der ein oder andere dann auch daran teilnehmen wird. Also der Großmeister Berengario von Johanniterorden ist jetzt hier bei uns.
Ja, dafür gab es gleich ein Achievement für mich. War jetzt nicht der Sinn und Zweck der ganzen Übung, aber naja. So, nächstes Thema. Ich möchte unser Kriegsvolkregiment vergrößern. So, was habe ich denn? Mangonellen, ja. Wir haben auch noch gar keine Reiterei, ne? Das könnte ich vielleicht doch mal machen. Also, ich werde meine Reiterei erschaffen. Können wir auch ruhig gleich vergrößern. Dann. Ja, man kann die leider nicht verbessern, ne? Kann ich noch mehr? Oh, ich kann noch eins machen. Okay, wir haben leichtes Fußvolk, Bogenkämpfer, leichtere drei Pikeniere haben wir auch. Gepanzertes Fußvolk haben wir. Ja, eigentlich haben wir alles. Dann hebe ich mir das vielleicht für unsere neuen Sachen auf, die wir bekommen können. Und werde jetzt die hier alle mal vergrößern. Außer die Mangonellen vielleicht. Die müssen nicht unbedingt vergrößert werden. Ja. So. Genug Geld investiert in die Armee. So, wie lange dauert das noch mit der Schwangerschaft? Ein unerwarteter Besuch. Mit einem entspannten Abend im Sinn mache ich mich mit etwas Würz, Wein und Schachspiel auf den Weg zu den Gemächern, die mein Sohn Adalhard bewohnt. Ohne zu klopfen öffne ich die Tür. Adalhard sitzt am Tisch und schreibt wie wild. Auf mein Räuspern hin schreckt er zusammen. Er stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mir mit banger Miene zu. Ja, wie sind wir jetzt drauf? Also wir sind ungeduldig. Und wir sind eigenwillig. Na, ich weiß nicht. Also, wie ticken wir hier? Also, ich denke nicht, dass wir so geduldig sind, dass wir später wiederkommen und die Gemächer heimlich durchsuchen. Wir sind allerdings auch nicht übertrieben neugierig jetzt, ne? Wir sind diplomatisch und wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Sohn. Deswegen würde ich sagen, wir respektieren seine Privatsphäre. Eine Geste der Wertschätzung. Ein schelmisches Lächeln huscht über das Gesicht von Adalhard. Ich weiß, mein Verhalten war in letzter Zeit etwas seltsam und dafür möchte ich mich entschuldigen. Doch ich hatte dafür einen triftigen Grund. Adalhard fordert mich mit einem Wink zum Mitkommen auf und führt mich auf den Hof. Hoch zu Ross und in Reisekleidung erwartet mich Prinz Domenico. Ich habe einen kleinen Ausflug für euch beide arrangiert, meint Adalhard begeistert. Ich dachte mir, ihr könnt ein wenig Zeit miteinander gut gebrauchen. Oh, hab Dank, Adalhard. Wir bekommen Meinung von unserem Bruder. Sehr schön. Eine Sache könnte man natürlich vielleicht auch noch machen. Wir könnten unserem Sohn vielleicht mal eine Grafschaft vermachen, damit er schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Ich meine, oh Gott, das ist ein Trunkenbold geworden. Vielleicht hätte ich ihm doch vorher das schon mal geben sollen, damit er was zu tun hat. Und zwar, wie wär's denn mit Tortuna? So. Dadurch, dass er ja unser Erbe ist, kommt das eh wieder in den üblichen Besitz rein. Das ist also in Ordnung. Oh, was ist denn jetzt wieder los? Der König von Westfranken hat jetzt auch einen Krieg an der Backe. Natürlich machen wir da mit. Befreiungskrieg. Wie sieht denn das überhaupt aus bei dem? Schafft er das ohne uns? Ja, mal gucken. Könnte knapp werden. Vielleicht sollten wir da wirklich mithelfen. Wir hatten doch hier irgendwo einen Aushebepunkt hier in Bern. Den werde ich mal hierhin versetzen. Ins Sundgau. Und dann heben wir mal Truppen aus, aber ich werde die nicht so extrem weit auffüllen lassen. So, das reicht. So. Das wäre das. Und dann,
Wer sind die Rebellen? Ich glaube, das sind die Rebellen, ne? Ziehen wir mal dahin. Ach, herrje. Graf Giberto von Parma wollte Gräfin Eleonora von Lombardia umbringen. Also, ist ja der Wahnsinn. Die alle versuchen hier sich gegenseitig umzubringen. War der nicht im Sterben? Jetzt liegt er doch nicht mehr im Sterben, hat es doch noch irgendwie geschafft. Mensch. Und unsere Frau ist immer noch schwanger. Gut, ich meine, so viel Zeit ist auch nicht vergangen. Mein Sohn. Ja, ja, als ob ich es geahnt hätte, ne? Also, wir haben wieder einen Sohn. Den werden wir... Was ist das für einer? Den werden wir auf jeden Fall nach dem Vorfahren nennen. Godefroy ist vielleicht kein guter Name. Was sind das für Namen? Simone? Nee. Pagano. Hatte ich nicht schon Pagano? Ich hatte Pietro, Matteo, David... Nur warum nicht? Pagano. So, jetzt muss ich mir die Nachfolge nochmal anschauen. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also der würde jetzt hier Teile bekommen. Mm. Das ist so blöd, dass ich dem die Provence gegeben habe. Kann ich das nochmal ändern? Kann ich das nochmal alles aberkennen? Ich glaube, das wäre Tyrannei, ne? Ja. Das wäre Tyrannei. Aber dann würde ich sonst Pavia und Brescia verlieren. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Nee. Also dann werde ich jetzt erstmal meinen ersten Plan, den ich hatte, durchführen. Und zwar werde ich Prinz David Titel verleihen. Wobei ich gerade überlege, wie ist denn das eigentlich? Kann man... Ich wüsste echt gern, wie das ist. Wie ist denn das, wenn ich denen das jetzt gebe, dieses Bistum? Bin dann von der Erbfolge ausgeschlossen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn ich ihm das geben würde, würde ihn das davon ausschließen? Als so ein Risiko. Will ich das? Ne? Will ich, dass er davon ausgeschlossen wird? Das wäre eigentlich Verschwendung. Weil er ist wirklich ein guter Diplomat. Und er... Habe ich hier irgendwas, was ich ihm geben kann? Eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, wirklich einen hier vielleicht... Vielleicht kann ich einen irgendwie versprechen, irgendwie. Man kann doch irgendwie... Ach, konnte man das nicht? Man kann die doch zum Gelübde auffordern. Der muss mindestens 10 sein dafür. Oder man müsste ihn einem Krieger ordnen. Aber das geht, glaube ich, nicht, weil er nicht eine kleine Kriegerausbildung bekommt. Und das haben die meisten eigentlich nicht. Ja. Was würde passieren, wenn ich ihm das geben würde? Aha, religiöse Pflichten, sagen sie hier. Wenn ich das jetzt David gebe? Schwer zu sagen, ne? Wirklich schwer zu sagen. Ah, das ist echt nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. Wann wird denn unser Sohn hier 10? Wie lange dauert das noch?
Jetzt. Wenn ich ihn jetzt zum Gelübde auffordern würde, dann hätten wir zwar dieses Bündnis nicht mehr, das ist mir aber eigentlich egal. Und wir hätten aber einen Erben weniger. Was nicht die allerschlechteste Lösung wäre. Dadurch wieder Mönch. Der Papst hätte eine bessere Meinung von mir, unser Patriarch auch. Er hat eigentlich eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit. Wenn ich das Verlöbnis vorher breche, wäre es wahrscheinlich sogar was anderes, ne? Wir brechen das Verlöbnis, dann hat er sogar eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ja, also, der wird jetzt das Gelübde ablegen hier. Wird ein kleiner Mönch dem Klerus versprochen. So, und jetzt müsste sich die Nachfolge wieder geändert haben. Ja. Unser jüngster Sohn, Prinz Pagano, wird Kroatien erben. Das war ja Sinn und Zweck der Übung. Und jetzt gehe ich zu meinem zweiten Teil des Plans über und werde Prinz David die Ostfranken übergeben. Allerdings natürlich nicht gleich das ganze Königreich, sondern wir fangen jetzt mal klein an. Wir machen jetzt erstmal hier das Herzogtum Koretia. Das soll er zuerst übernehmen. So. Okay. Das war so nicht geplant. Jetzt ist der... Was ist denn der jetzt? Ist der jetzt Bischof geworden oder was? Moment. Oh, tatsächlich. Oh Gott, das hatte ich gar nicht bedacht. Okay. Das war so überhaupt nicht geplant, Leute. Scheiße. Jetzt habe ich ihn unabsichtlich hier reingemacht. Das wollte ich gar nicht. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, der würde das einfach das Herzogtum bekommen, aber ich wusste nicht, dass das ein Fürsterzbistum ist. Ich dachte, das ist einfach nur ein normales Herzogtum. Okay, also viel zu diesem Plan. Jetzt hat sich wieder alles geändert. Also die Sache ist, unser zweiter Sohn bekommt jetzt Romania. Die Sache mit Hadek hat sich damit auch erledigt. Oder sind die immer noch verlobt? Also anscheinend kann er das trotzdem heiraten, ne? Na gut, auch eine Möglichkeit, um erbenlos zu werden. Okay. Und unser jüngster Sohn bekommt jetzt die Ostfranken derzeit. Ich gehe mal davon aus, wenn jetzt einer von den beiden noch wegfallen würde, dass dann unser ältester Sohn die Ostfranken bekommen würde und der nächste dann Kroatien. Es sei denn, wir bekommen noch einen Sohn. Das ist natürlich immer noch nicht ausgeschlossen, weil unsere Frau ja offenbar auch im hohen Alter immer noch sehr fruchtbar ist. So, ja, wir belagern hier gerade. Da werden Leute kaputt gehauen. Ja, das haben wir. Dann würde ich sagen, wir laufen jetzt einfach mal weiter in die Richtung. Wir versuchen noch ein paar Schlachten zu schlagen. Aha. Der Großmeister des Johanniterorden meldet sich. Je mehr unser Orden mit Namen Johanniterorden wächst, desto mehr Land brauchen wir, von dem aus wir unsere Verteidigung des katholischen Glaubens in Angriff nehmen können. Die Stadt von Mühlhaus ist für unsere Zwecke bestens geeignet und wir würden es gerne pachten, um es in den Dienst unserer Sache zu stellen. Aha. Wo liegt das? Irgendwo hier mitten im ostfränkischen Gebiet. Also entweder er wird jetzt Meinung verlieren oder wir bekommen sehr viel Geld. Würde die Stadt an die fallen. Ich meine, es würde jetzt nichts dagegen sprechen, glaube ich, diese Stadt denen zu übergeben. Das ist ja nur eine Stadt. Das ist schon in Ordnung. Aber damit muss dann auch Schluss sein, ne? Verlöbnis gebrochen wegen Glauben. Ja. Prinz David hat sein Leben einer höheren Macht gewidmet. Gott. Oder auch ich. Ich habe es gewidmet.
Allen Verhandlungen und sorgfältigen Planungen zum Trotz sieht es nun so aus, als würde er Felicia niemals heiraten. Oh weh. Okay. Ja, das ist ein bisschen unerwartet, dass er jetzt das tatsächlich gemacht hat. Das war so wirklich nicht geplant. Das habe ich nicht bedacht. Ich bin tot. Okay. Kaiser Matteo von Italien hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 49 Jahren. Er starb eines natürlichen Todes. Er war ein bezaubernder Mensch und berühmt für seine ausgefeilten Festmale und grandiosen Bälle. Kaiser Adalhard besteigt den Thron. Adalhard ist voller Tatendrang, dabei aber beherrscht und er wird dem Reich sicher Gutes bringen. Ja, es ist wieder soweit. Der Nachfolgefall ist wieder eingetreten. Wie gesagt, also unser zweiter Sohn, der jetzt noch überblieb, der hat jetzt das Königreich Romagna bekommen. Unser dritter Sohn, der erst null ist, hat das Ostfrankenreich. Da sind wir erstmal der direkte Erbe die nächsten 16 Jahre. Okay. Ich denke, das ist zu verkraften. Ja, wir setzen das natürlich fort als Kaiser Adalhard. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal im Krieg. Wir sind dem beigetreten. Jetzt haben wir den Patriarch, der mag uns. Sehr gut. Dynastieoberhaupt. Ja, das wird nicht lange so bleiben, denke ich. Leider sind wir Trunkenbold. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier wieder orientieren. Was sind wir denn für ein Typ? Also wir sind fleißig, wir sind ehrgeizig und wir sind nachsichtig. Das ist eigentlich ein sehr guter Charakter. Sehr kriegerisch, wie man sieht. Hat auch ein paar Ansprüche. Zwei Kinder. Unsere Frau hat seit 9 Jahren keine Kinder mehr bekommen. Das ist ja schade. Was ist hier los? Ansporn Stufe 1. Da müssen wir vielleicht mal was tun, ne? Okay. Vor allen Dingen müssen wir erstmal unseren Rat besetzen. Ja, ich denke, als Ratskanzler bietet sich eigentlich nur Herzog Giberto an. Ratsverwalter wird Herzog Heribert von der Toskana werden. Als Marschall, tja, das ist dann wieder ein Problem, ne? Da gibt es nicht so viele gute. Tja, nimmt man da jetzt einen von denen? Man könnte natürlich schon Herzog Simone nehmen. Der hat zwar nur eine 10, aber immerhin. Das hat ein bisschen Tradition. Ich denke, das machen wir. Und den Ratsspitze lassen wir mal. Der soll auch schön weiter Geheimnisse aufspüren. Das ist in Ordnung. Unsere Frau ist eine sehr gute Diplomatin. Okay. In Verwaltung ist sie schrecklich. Und sie ist Waldenserin. Das müssen wir erstmal ändern. So, erstmal muss sie gekehrt werden. Gut. Welche Bündnisse haben wir? Verbündet mit Jarl Robinson von der Bretagne? Wie ist das zustande gekommen? Ach so. Unsere Frau ist seine Tochter. Und er ist der Herzog der Bretagne hier hinten. Okay, ja. Ich verstehe. Sonst haben wir keine Bündnisse. Ich denke mal, in dem Krieg hier werden wir schon noch mitmachen. Fürs Erste zumindest. Dann brauchen wir natürlich einen Lebenswandel. So, wir sind jetzt ein ehrgeiziger Typ. Als ehrgeiziger Typ ist, denke ich, Kriegsführung auf jeden Fall das Richtige für uns. Wir fangen mal mit Autorität an. Ich denke, es ist ganz gut, wenn er erstmal versucht, den Leuten zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist nicht so verkehrt. Ja, ansonsten haben wir eigentlich dieselben Gebiete wie vorher auch. Außer halt das Königreich Ostfranken. Das Königreich Romagna, gut, das hat jetzt halt seinen Sitz hier, das ist in Ordnung. Sein erster Erbe sind ja auch wir. Fürs Erste. Na gut. Dass ich den David da einfach so aus der Erbfolge gedrängt habe, das war so ja wirklich nicht geplant. Ich wollte ihm ja wirklich das Ostfrankenreich geben. Hilfe.
Aha. Ja, die wollen einfach immer noch nicht beitreten, nicht so zumindest. Ist okay, würde ich sagen. Das ist okay. Na gut. Also, nachdem dieser Erbfall eingetreten ist, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um hier mal eine kleine Pause zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.